Hey, liebe Leute, und willkommen zur nächsten Runde von Legends of Runeterra. Wir machen weiter mit unserem Expeditionsbild. Und ich habe absolut keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Also absolut, absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall war ein Shen mit bei und ein Braum. Dann gucken wir mal, ob wir mit den beiden irgendwas anfangen können. Wäre echt cool, wenn wir den Braum irgendwie buffen können. Das einzige Doofe am Braum ist halt, dass er keinen Attack Damage hat. Oh. Merkwürdig, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Wir machen mal so. Okay. Also wir haben gute Optionen für den Anfang. Seid ihr? Mir fehlt halt eine Zweier. Süß. So, er greift nicht an, okay. Okay, er macht gar nichts, sehr gut. Schatz, wir haben Gäste. So, den wollen wir auf jeden Fall nicht angreifen, wenn nicht unbedingt nötig. Den verletzten Verbündeten. Oh ja, sie hat gern Besuch. Mal erstmal den hier rein. Die können nicht verteidigen. Das ist eigentlich gut für uns. Wir könnten den hier zu einem 5-2er machen. Loyalität. Wenn du diese Einheit beschwörst, erhält sie eine. Jedenfalls die oberste Karte deines Decks in der Region passt. Sagt, der eine kann nicht verteidigen. Wir machen den mal zu einem 5-2er. Mal gucken. Ah, das ist leider schade. 3, 2. Wenn wir angreifen. Machen wir den dahin. Ich denke mal, wird mit dem hier reinreiten. Auf jeden Fall killen wir den hier. Und wenn er verletzt ist, können wir ihn vielleicht sogar noch ein bisschen boosten. Oh, er macht mit dem, okay. Vielleicht hat er noch einen Zauber mit einem Schaden. Ja. Theoretisch könnte ich den sofort heilen hier. Oh, er macht gleich zwei Zauber. Holy shit. Das kriege ich nicht hin. Er ist nicht verletzt. Sag hallo. Okay, das ist nicht so cool. Was war das? Hat so viele Low Units. Wir haben, ich glaube, wir haben noch zwei Leute im Deck, die heilen können. Das wäre jetzt natürlich, oh Gott, yes. So, das ist richtig gut. Oh nee, Thresh. Genau den kriegt er natürlich tot. Aber wir müssen es machen. Warme Herzen und heiße Suppe. So, auf jeden Fall können wir mit ihm noch ein oder zwei Leute mitnehmen. Er hat aber auch ein krasses Deck. Holy shit, ey. Muss mich veräppeln.
Der hat jetzt schon 3 von den Dingern und ein Thrash, ja. Das krieg ich nicht hin, ey. Ich muss hier raus. Das krieg ich nicht hin. Reden wir über deine Rechnung. Machen wir mal so. Na, wir müssen natürlich da mit Thrash aufpassen, ne? Oh, er hat schon 3. Aber was willst du machen, ne? Jetzt haben wir die Barriere. Wenn wir Glück haben, kriegen wir hier noch einen Buff. Für dieses Symbol kämpfen wir. Ja, leider nicht. Scheiße. Okay, aber wir haben hier noch einen kleinen. Ich verlange Genugtuung im Namen unseres Landes. Zieh mal Thrash hier hin. Herausforderer. Na, wir machen es mal so. Die Frage, wen wir retten wollen. Ach, sieh mal einer an. Ja, das ist schade. Ich hätte es eigentlich eher andersrum gehabt. Ja, ich würde sagen, wir versuchen ihn hier. Er hat auch noch 6 Mana und 3 Karten, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Fresh. Ach, schade. Der Fresh hat nur noch ein Leben, würde ich sagen. Aber ich glaube, er verbessert sich jetzt, ja. Ich glaube, wenn er jetzt angreift oder so, dann kann er einen Champion gleich beschwören. Haben wir irgendwas, um 2 Schaden zu machen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Irgendwelche letzten Worte. Irgendwelche letzten Worte. So, 4-4. Aber die kommt nicht aufs Feld, oder? Doch, wow. Okay, das ist heftig. Und dann verbessert sie sich gleich. Also der hat ja wohl das krasseste Deck ever, Junge. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir haben leider nur 4. Mal ihn mit rein hier. Kriegen Barriere. Okay. Und jetzt wird die auch noch hochgelevelt, ey. Ah, ich kann nichts machen. Ich wüsste echt nicht, wie ich das hätte anders spielen sollen. Na, das ist heftig, ey. Naja, also der Typ, ja, der hat ja wohl das krasseste Deck ever. Das ist ja absolut keine Chance. Auf ins Gefecht. Ah, schade. Die Runde lief ja natürlich nicht so cool. Der freundliche Gast hat mir eigentlich gut geholfen. Ne, ich glaube, wir tauschen mal. So, naja, das kann eine kurze Runde werden. Ja, wie gesagt, ich
Keine Ahnung, was ich da hätte anders spielen sollen. Das war ziemlich krasses Deck, was der da hatte. Auch in der Reihenfolge, wie er es gezogen hat. Da hat man einfach manchmal ein bisschen Pech. Oder hat einen Lucian. Ach du Scheiße. Eine Karte ziehen, aber ja. Okay. Wir brauchen irgendwie eine 1er. Nee. Das ist nicht cool. Weil der hat sogar ein anderes Deck. Holy shit. Also hier ein anderes. Eine andere Karte. Tja, das ist natürlich richtig blöd jetzt, ne? Dabei haben wir eigentlich ein paar Einser. Oder Zweier. Ja, aber nicht so was. Wenn ich Glück habe, hat er auch nichts, aber. Oh, wow. Das gibt's nicht. Naja, nächste Runde können wir ihn spielen. Yay. Und wir haben sehr viele Optionen. Stärke in Anmut, Schönheit in der Klinge. Oh Mann, ich hab nix, Mann. Ich hab doch nix. Naja, okay, jetzt können wir zum Glück die auch noch spielen hier. Das Banner schöpft neuen Mut. So, den können wir nicht verteidigen. Er spielt ziemlich vorsichtig, auf jeden Fall. Das brauchen wir alles nicht. Ich schaffe eine Elite. Oder nehmen wir den, damit wir die da weghauen können. Ich glaube, wir machen den erstmal. Ansonsten greift er hier immer umsonst mit dem an. Kämpfen für die Scheiße. Schwachen. Nehmen wir erstmal den. Einfach mit den Schatten. Könnte sogar Garen ranziehen. Machen wir erstmal so. Okay. Wenn ich ihm eine Barriere gebe, stirbt er dann eigentlich trotzdem, ne? Wäre lustig, wenn ich das aufhalten könnte. Warte mal. So, er hat jetzt eine Karte verschwendet, ich habe eine Karte verschwendet. Aber er zieht nicht zwei Karten. Genau so. Go. Hab so viele Buffs und Dinger. Aber er hat bestimmt auch, wenn er hier Garen hat, hat er bestimmt auch irgendwelche Barrieren-Dinger. Er hätte noch eine Karte ziehen können, ne? Wir müssen mit Garen aufpassen. Ja, das meine ich. Aber gut, jetzt hat das für Garen nicht benutzt. Das ist okayisch. Das ist okayisch. Müssen jetzt echt mit Garen aufpassen. Machen wir so. Ich kann Garen ranziehen. Beziehungsweise ich kann sofort en garde mit ihm machen. Ja, okay. Wir müssen Garen wegkriegen.
Okay. So, das ist mir egal. So, wir greifen. Warte mal. 2, 4, 6. Okay. Zeigt ihnen unseren Move. So, mit ihnen hole ich ihn hier ran. Obwohl, ne. Ach, auf der Handbarriere. Das ist ja doof. Ich muss Garen loswerden. Ich weiß nicht, ob Direktangriff da hilft. Ehrlich gesagt. Dann hätte ich ihn nicht reingeschickt. Ah, da habe ich mich verlesen. Aber wir haben Garen. Und er hat nicht abgewehrt. Okay. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier das mit ihm hier mal machen. So, und das ist das, okay. Wenn wir dann töten den schwächsten Gegner, das ist eine komplett OP-Karte, ja. Ich weiß nicht, was das für ein Balance ist. Ich könnte noch verstehen, wenn es eine schwächste Karte oder ein schwächster Gegner ist und er dafür aber nicht so eine Stats hat, ja. Aber man hat ein Doppel-Removal und dann noch so eine Karte mit so einem Stats. Das ist GG, ey. 5, 6, 7, 8. Wächter des Lichts fürchten die Dunkelheit nicht. Brecht ihren Geist und ihre Schwerter. So, ich brauche mehr das mal ausmachen. Das sieht auch nicht gut aus, leider. Der hat uns kaputt gemacht hier. Ah, okay. Was macht der? Töte einen Verbündeten, um Schaden in seiner Stärke an einem beliebigen Ziel zu verursachen. Wow. Das ist ja heftig. Okay. Tja, keine Ahnung, was man da hätte anders machen können. Ah, gut, dann hatten wir vielleicht doch nicht so ein tolles Deck. Aber egal, wir wollten es ja erstmal nur zum Gucken machen. Ich muss mich da auch erstmal reinfuchsen, welche Klassen gut sind und welche nicht. Das ist leider richtig schlecht. Unglaublich schlecht. Ah, wir kriegen eine Champion-Karte. Das nehme ich. Den nehme ich nicht. Warum ihn? Mal kurz gucken, habe ich jetzt noch eine Freimarke? Nee. Ich könnte quasi jetzt nicht mal spielen. Wir haben aber noch ein paar Missionen offen. Um den Tresor nach oben zu bringen. Ich mache mal noch eine Runde. Wir sind noch relativ kurz drin. Ich muss mal hier kurz das Gefrieren-Deck machen. Einfach nur, um die Missionen zu erfüllen. Ja, aber echt schade. Also da sind so ein paar Karten noch mit bei, wo ich mir denke, gerade wenn man so wenig Leben hat und der kann dann 7 Schaden am Nexus machen? In der 6. oder 7. Runde? Hallo? Da ist ja eigentlich komplett random, ja. Das können wir wegmachen. Den können wir lassen. Okay. Der babbelnde Björk. So, hier kriegen wir eine Karte. Nehmen wir erstmal ihn. Der arme Yeti.
So, dann können wir ihn hier spielen. Patrouille der Avarosa. Diese alten Augen sehen auch in der Ferne noch klar. Was war das? Schützt unser Zuhause. Mäh. So. Jemand muss mich hier rausholen. Oh komm, gib mir eine Karte. Ja, danke. Alarmiert das Dorf. Ich will obersten, bla bla bla, bleib 3. Hat es sich bewegt? Drunter mehr. Wir können den bubbelnden Björk spielen. Ne, dann müssen wir erstmal ihn hier spielen. Warme Herzen und heiße Suppe. Das war jetzt nicht so toll, die Heilung auf ihn, aber egal. Dann können wir wenigstens einen von denen hier kicken. Oh nein, 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 nein! Aber wir kriegen einen Schaden. Piu! Ja, ich glaube, wenn man Draft macht, dann ist so ein Removal von Zaubern wirklich die beste Karte, die man ziehen kann, weil dann hätten wir wahrscheinlich noch was turnen können. Wenn du diese Einbestellung hältst, einen Leute, falls die oberste Karte in der Region passt. Okay, dann beten wir mal zu Gott. Gemeinsam kann uns nichts aufhalten. Das hat, glaube ich, geklappt. Das muss nur hier von Freyjord sein, aber haben wir ja eigentlich. Oh shit. Wer geht auf auf? Gucken, ob er was macht. Oh, er opfert seine Spinnen, ja. So, der eisige Yeti. Autsch. Mal gucken, was jetzt hier reinkommt. Es muss irgendein Freljord sein. Vielleicht sogar Braum. Nee, oh, schade. Aber ein 6-6er Poro ist das schon mal. Unsere Stärke ist deine. So. Und die haben sogar überwältigen. Frieden 6 bräuchten wir da. Geh mal rein. Nicht nachgeben. Ja. So, das mache ich jetzt einfach nur, damit ich auch die Mission erfüllt habe. Auf jeden Fall haben wir schon mal 1000 Erfahrungen. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. So, der ist fast tot. Okay. Wir haben trotzdem noch Schaden am Dings gemacht. Ich weiß nicht, ob der das bedacht hatte. So, wir können nächste Runde den Yeti spielen. Da werden hier alle eingefroren. Mhm. Eigentlich unterdrücke ich ja dann nur den Angriff von ihm. Das heißt, ich mache doch erstmal ihn hier. Augen so hell wie Fackeln. Heute kämpfen wir für euch. Ich muss von hier weg. Wir nehmen mal den brabbelnden. Kriege einen Gegner mit 3 oder weniger Leben, bla. Kein Schritt weiter, Eindringlinge! Okay.
Die kommen mich holen. So, dann können wir jetzt noch den ausspielen. Und den kleinen hier ausspielen. Du könntest so viel mehr sein. Das ist nicht gut. In der nächsten Runde haben wir unseren Yeti. Und der hat nur noch 9 Leben. So, na jetzt bin ich mal gespannt. Dann machen wir das mal. Hallo. So, und dann greifen wir an. Und entweder er muss ja abwehren oder er verliert ziemlich viele Leute. Und danach die Runde können wir Tründer mehr spielen. Gut wäre natürlich, wenn er jetzt sowas hat wie alle einfrieren oder so, ne? Bald wird alles vorbei sein. Eine Kostprobe meines Könnens. Das ist unser Heimatland. Mal gucken, was er macht. Nur interessant. Würde eine Einheit. No. Und ich krieg auch ganz schön viel Schaden, ne? So, ist irgendeiner verletzt? Nee, okay. Wir spielen dann Tryndamere. Ich muss mir unbedingt dann merken, bei Drafts wirklich Removal, Counter, Spells, alles mögliche. So, dann machen wir jetzt Trundi rein und dann gucken, was er macht. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht noch mehr Leben verlieren. Nicht, dass er auch irgendeine Karte hat mit hier, macht 20.000 Schaden. Fordert mich heraus. Der Barbarenkönig höchst persönlich. So, er kommt durch. Das müssen wir bedenken. Der wird dadurch stärker, aber ich will jetzt nicht mehr Leben verlieren. Ja, genau, das. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe sogar. Ich glaube, ich sterbe sogar. Wir müssen auf jeden Fall mit den beiden hier zuerst angreifen. In die Schlacht! Unsere Reihen füllen das Tal! So. Oh je. So, der kann mit dem nicht abwehren. Ich glaube, ich sterbe. Ich sterbe. Der kriegt einen Schaden. Ja. Ich glaube, es reicht sogar für ihn. Ja. Das war echt gut gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ist nicht so schlimm. Aber ist krass, mit der einen Karte auf der Hand da kann man so viel Schaden machen. Gerade mit so kleinem Zeug. Aber ist egal, ich wollte eigentlich nur hier die Mission erfüllen. Von daher alles gut. So schön wäre, wenn das hier noch auf Stufe 10 kriegen würden. Was ist denn jetzt hier noch für eine Mission offen? Spiele 20 aus Ionia oder bla. Tja, versteckte Minions. Das könnten wir machen. Ansonsten, ich würde mir mal so ein Heimerdinger-Deck. Aber da fehlt mir halt leider auch noch die Champion-Karte dafür, leider. Schade. Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier mal einen Cut. Also die Expedition, die verlief ja wirklich alles andere als gut. Da muss ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen mir mal ein paar Videos angucken, welche Karten da gut sind und so. Oh ja, aber wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Immer schön ein Like da lassen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so gut war. Aber
vielleicht habt ihr ja was mitgenommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.